Herzlich willkommen bei Melupa Outdoor. Wir sind immer noch auf der Sonneninsel Fehmarn unterwegs. Man sieht flüssiger Sonnenschein und wir haben einen Frühstücksburger gemacht. Guckt euch den an. Wenn ihr wissen wollt, wie wir den gemacht haben, ja, dann bleibt dran. Für unseren Frühstücksburger, Guten Morgen Burger mit Mufti, nennt ihn wie ihr wollt, ja, brauchen wir folgende Sachen. Als Hardware brauchen wir natürlich, wir wollen ihn hier auf der Tischfeuerplatte machen, brauchen wir die Tischfeuerplatte. Wenn ihr die nicht habt, überhaupt kein Problem, ihr könnt ihn auch in der Bratpfanne zu Hause in der Küche machen. Dann brauchen wir als Brötchen, haben wir hier so Weizen, Frühstücksbrötchen, sie heißen Weizen-Toastbrötchen, so heißen sie, genau. Dann haben wir ein bisschen Bacon, wir haben pro Burger zwei Eier, zwei Scheiben Käse und ein bisschen Gewürz. Ich habe hier das Zaubergewürz, ihr könnt auch einfach nur Salz nehmen, das geht natürlich auch. Dann habe ich hier noch einmal zum Wenden so ein Gerät. Wie heißt das Gerät überhaupt? Ich weiß es gar nicht genau. Ist das ein Pfannenwender? Wahrscheinlich so eine Art, ja. Und wir haben hier einen Dessertring. Ja, wo ihr diesen Dessertring herbekommt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ebenso in der Videobeschreibung nochmal alle Zutaten. Und letztes Mal sind über Facebook einige Fragen aufgekommen bezüglich meiner T-Shirts, die ich immer anhabe, wo ich die hier habe. Verlinke ich euch auch nochmal einige unten in der Videobeschreibung. So, unsere Kohlen glühen da hinten schon und jetzt fangen wir an. So, unsere Kohlen jetzt hier in die Tischfeuerplatte rein. Dreiviertel Anzündkamin habe ich gemacht. Upsa. Jetzt halten wir uns das mal auf, dass das schön rum ist. Eine Seite ein bisschen weniger Kohlen, ein klein bisschen Hitzegefälle drin haben. Hui, aber heiß sind sie schon. Ja, so lassen wir es. Deckel drauf. So, einmal ein bisschen einfetten. Dann stellen wir den mal hier rein, den Ring auch nochmal einfetten. Ja, ich drehe die nächsten Tage über diese Tischfeuerplatte noch ein Video. Und dann, wenn ich das fertig habe, werde ich das hinten nach diesem im Abspann dieses Videos verlinken. Dann könnt ihr euch das mal genauer anschauen, wie das funktioniert. Ja, unser Ring ist aufgestellt und hier kommt jetzt unser Ei rein. So, stockt schon schön. Das erste, das werden wir gleich ein bisschen würzen. Und gleich das zweite hinterher. Und wieder ein bisschen Gewürz drauf. So, jetzt müssen wir das idealerweise von oben ein bisschen abdecken, damit es besser stocken kann. Ich habe mir dafür aus dem Discounter kleine Schälchen gekauft. Zack, drauf. Und schon kann das Ei schön stocken. Ja, wir warten jetzt ein bisschen ab, bis es hier weitergeht. Circa 5 Minuten geben wir mir Zeit, um zu stocken. So, na, ja, 2,5 bis 3 Minuten sieht man, stockt schon gut, aber einen kleinen Moment muss es natürlich noch. Ja, aber die Zeit haben, das wird schon. So, wenn das Ei jetzt in etwa so aussieht, auch natürlich noch ein bisschen, legen wir schon mal unseren Bacon auf. So, reicht das für einen? Nee, ne, der läuft ja noch ein. Bitte ruhig ein bisschen mehr. Und in dem Baconfett, was gleich kommt, da werden wir unser Brötchen gleich ein bisschen anwärmen. Aber erstmal soll er noch ein bisschen Fett auslassen hier, der Bacon. Können wir schon ein bisschen anknuspern hier. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr Fett rauskommt. Das ist gleich alles verbrennt. So. Wenn unser Ei so aussieht, wenn es ein bisschen gegensteht und es ist oben noch ein bisschen flüssig, dann wird es Zeit für unsere Scheibe Käse. Passt da so drauf. Nicht ganz. Knicken wir so ein bisschen ein. An allen Ecken. Und den Deckel wieder drauf. Und die können jetzt noch so 2 Minütchen. Ja, es ist soweit. Ja, der macht einen guten Eindruck. Den erkläre ich für fertig. Jetzt fangen wir an, unseren Burger zusammenzubauen. Haben wir hier unten schön
heiß die Unterseite von diesem Frühstücksbrötchen, Weizenbrötchen. Da legen wir unten eine Scheibe Käse drauf. Jetzt müssen wir hier unfallfrei unseren iPad hier rauskriegen. Dann lege ich einmal kurz rum hier mit dem Plastikmesser. Voilà. Der kommt hier einmal drauf. Oh, das sieht hervorragend aus. Jetzt garnieren wir den oben noch schön mit unserem Bacon. Oh, ein bisschen viel Bacon gemacht, wa? Ah! Das ist ja heiß. So, das soll genügen. Oder machen wir noch, komm her, wir machen die anderen beiden auch noch drauf. Ah, da flucht noch eins. Und unsere Oberseite. Hier haben wir einen hervorragenden Frühstücksburger. Boah, der muss aber noch ein bisschen abkühlen. Genial, so sieht er aus. Der ist komplett noch richtig heiß. Ich mag das bei den Fastfood-Ketten immer nicht, dass die immer so pappig, matschig und meistens schon ja, kalt sind. Ich stehe auf heiße Burger und hier sieht er richtig gut aus. Ja, hier ist er jetzt. Der Frühstücksburger. McMufti, keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll. Müsste mittlerweile auch abgekühlt sein, sodass ich ihn einfach mal probieren kann. Oh, der ist cool. Ist noch schön warm. Oh. Oh, ist der lecker. Richtig viel Bacon drauf. Gewürze sind super da drauf. Dieses Zaubergewürz ist gut. Aber richtig viel Bacon und Käse. Das Ding rockt natürlich. Guckt euch das mal an hier von innen. Guckt euch das an. Nein, der Käse ist weg. Ja, macht den unbedingt nach. Wie gesagt, die Sachen, Dessertringe, wenn ihr sowas nicht habt, habe ich euch verlinkt. Ihr könnt das Ding in der Pfanne fertig machen. Und das mal ein Frühstücksburger, das sage ich euch. Also, bleibt sportlich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, ist der lecker.